RTL hat die Tänzer der nächsten Let's Dance Staffel bekannt gegeben. Zwei Profis fehlen. Beide haben sich nun zu ihrem plötzlichen Showaus geäußert. In wenigen Wochen startet die neue Staffel von Let's Dance. Neben 14 Promis werden auch wieder 14 Profis über Deutschlands beliebtestes Tanzparkett schweben. Doch anders als in der vergangenen Staffel werden dieses Jahr zwei bekannte Gesichter nicht mehr dabei sein. Evgeny Vinokurov und Malika Tschumev. Kurz nach der Bekanntgabe der diesjährigen Profitänzer äußerte sich Evgeny Vinokurov auf Instagram zu seinem überraschenden Let's Dance aus. Mehr dazu lesen Sie hier. Jetzt, einen Tag später, meldet sich Malika Tschumev zu Wort. Auch ihr Ausstieg ist nicht ganz freiwillig. Diese Zeit wird mir nicht leicht fallen. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von sich schrieb die 31-Jährige, wie ihr bereits gelesen habt. Bin ich in der kommenden Staffel leider nicht als Profitänzerin bei Let's Dance dabei. Was mich selbst sehr traurig macht, denn ich hätte so gerne wieder mitgetanzt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer mit dem ganzen Herzen und Leidenschaft bei der Let's Dance-Reise dabei war und dass es mein persönlicher Traum ist, so die Tänzerin weiter. Der Cast wird jedes Jahr neu ausgesucht und dieses Mal dürfen 7 andere Profitänzerinnen mit ihrem Tanzpartner um den Titel tanzen. Let's Dance 2023. Diese Promis sind dabei, sie werde die Let's Dance Familie und die Erlebnisse während der Staffel vermissen. Ihren Beitrag beendete sie mit den Worten: Ich bin ehrlich zu euch. Diese Zeit wird mir nicht leicht fallen, aber man darf seine Träume nie aus den Augen lassen. Maria Maxina ersetzt Malika Tschumev. 2021 tanzte Malika Tschumev zum ersten Mal bei Let's Dance, belegte damals mit Ballermannstar Mickey Krause den 9. Platz. Ein Jahr später schwebte sie mit Schauspieler Timur Ilker über das Parkett und landete auf Platz 8. Das Weihnachtsspezial 2022 gewann sie sogar. Dennoch wird sie 2023 nicht dabei sein. Doch wer tanzt anstelle von Malika Tschumev? Für die 16. Staffel von Let's Dance hat sich RTL für ein neues Gesicht entschieden. Eine gute Freundin von Zuschauerliebling Ekaterina Leonova wird als Profitänzerin an der Show teilnehmen. Hier lesen Sie mehr zu Maria Maxina. Sie ist zum ersten Mal als Profi dabei.